Wie wäre es mit einem Unternehmen im Depot, das 70% Marktanteil in seinem Segment besitzt und dieses dem Unternehmen nicht nur ordentlich Profit einbringt, sondern man sich in einem Markt befindet, das gleichzeitig von einem Megatrend befeuert wird und wahrscheinlich in den nächsten Jahren dazu führen wird, dass dieser Markt nochmal deutlich wächst? Klingt gut, oder? Fand ich auch. Und deswegen hat es diese Woche Illumina in mein Depot geschafft. Hi. Ich bin JD und ich investiere jede Woche 1000 Euro in von mir ausgewählte Aktien. Diese Woche ist es Illumina. Illumina hat, wie bereits erwähnt, einen Marktanteil von knapp 70% in seinem Kerngeschäft. Man hat sich hier also eine Art Monopol aufbauen können. Und diese sehr, sehr starke Marktstellung wandelt man aber auch in sehr gute Unternehmenszahlen um. Wenn man sich die Umsatzentwicklung der letzten Jahre anschaut, dann sieht man, dass man hier kontinuierlich sehr stark wachsen konnte. Beispielsweise von 2017 gegenüber 2016 um 15%, 2018 dann bereits um satte 21% gegenüber dem Vorjahr und 2019 waren es zwar nur 6%, man muss das Ganze aber in wirklich in der kontinuierlichen starken Entwicklung sehen. Außerdem hat man dann 2019 den Sprung über die 3,5 Milliarden US-Dollar-Grenze erreicht. Noch deutlich beeindruckender wird das Ganze aber, wenn man sich den Nettogewinn anschaut, der dann von diesem Umsatz übrig bleibt. Dieser ist nämlich ebenfalls kontinuierlich angestiegen, aber nochmal deutlich stärker als der Umsatz selbst. Also wenn man beispielsweise 2017 anschaut, hier hatte man ein unglaubliches Wachstum von satten 60%. Im Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr. 2018 dann immerhin noch 14% und 2019 dann wieder sehr starke 21%. Man hat 2019 dann auch die 1 Milliarde US-Dollar-Grenze im Nettogewinn überspringen können. Aber die Frage ist jetzt natürlich auch, okay, in welchem Marktsegment ist denn Illumina so unterwegs, dem es so starke Zahlen ermöglicht? Und bei Illumina handelt es sich um ein Biotech-Unternehmen, das vor allem im Bereich der DNA-Sequenzierung unterwegs ist. Und Sequenzierung kann man, und ich hoffe, hier reißen mir die Experten jetzt nicht den Kopf ab, aber Sequenzierung kann man im Endeffekt auch durch die Worte Analyse oder Entschlüsselung ersetzen. Dabei handelt es sich im Endeffekt um DNA-Entschlüsselung und DNA ist ja der Aufbauplan und Bauanleitung eines jeden Menschen. Und hier entschlüsselt man das Ganze dann für weitere Zwecke. Die Zwecke an sich selber sind unterschiedlich. Meistens geht es vor allem in eine Richtung, nämlich der medizinischen Anwendung. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise die Werbung habt ihr sicherlich auch mal gesehen. Da gibt es Unternehmen, die werben damit, einen Stammbaum für einen persönlich erstellen zu können und die betreiben dann auch so eine Art DNA-Sequenzierung. Man kann hier aber auch noch viel mehr Sachen rauslesen, also im Endeffekt sind hier so gut wie keine Grenzen gesetzt, was man alles aus der DNA entschlüsseln kann. Jetzt nicht nur sowas wie die Augenfarbe, Haarfarbe und sonstiges, sondern tatsächlich die meisten Sachen, wo man da wirklich aktive Anwendungen für finden kann, wird man vor allem in der Medizin finden. Vor allem, wenn es dann in die Richtung geht, Erbkrankheiten entschlüsseln zu können, Erbkrankheiten identifizieren zu können, aber auch ja, Fehlfunktionen vom Körper, die sonst vielleicht erstmal nicht identifizierbar wären. Die Sequenzierung dabei erfolgt über Maschinen. Ich habe jetzt hier mal zwei Bilder, zwei Screenshots von solchen Maschinen mitgebracht, die Illumina herstellt und auch vertreibt. Und diese Maschinen findet man dann im Einsatz meistens bei größeren Unikliniken oder Unikliniken allgemein, bei Forschungseinrichtungen, bei größeren und spezialisierteren Ärzten. Und man hat hier sich zusätzlich zu dem reinen Vertrieb noch einen Aftermarket in dem Gebiet aufgebaut. Das heißt, Aftermarket könnt ihr euch so vorstellen, man bietet Serviceleistungen an, wie beispielsweise Schulungen.
und wartet dann auch diese Maschinen. Und Illumina hat sich dabei gedacht, okay, ein Standbein ist schön und gut, aber mit zwei steht es sich deutlich besser. Und deswegen hat man vor kurzem einen Unternehmenszukauf angekündigt. Dabei handelt es sich um das Unternehmen Grail, das man kaufen möchte. Ja, wenn man das Ganze streng sieht, dann handelt es sich dabei aber eher um einen Rückkauf, denn Grail kommt ursprünglich aus dem Umfeld von Illumina, wurde dann irgendwann in einer größeren Investitionsrunde der Selbstständigkeit überlassen und ist dann auch den selbstständigen Weg gegangen. Heute sieht man das Ganze auf Illuminas Seite ein bisschen anders und hat sich dazu entschlossen, das Unternehmen zurückzukaufen. Was macht Grail? Grail ist im Bereich der Früherkennung von Krebs unterwegs und man will hier in den nächsten Jahren den Markt aufrollen, beziehungsweise sogar eigentlich den Markt dafür schaffen und aufbauen, denn Grail ist wirklich im Bereich der sehr frühen Krebs-Screenings unterwegs. Der Zukauf selbst wurde vom Markt jetzt nicht wirklich positiv aufgenommen, kurzfristig. Also da ist der Aktienkurs sehr kurzfristig deutlich in den Keller gerauscht, das werden wir nachher noch sehen. Hat vor allem wirklich den Aspekt, dass Grail man jetzt relativ viel Geld hinlegt für das Unternehmen und gleichzeitig hat man das ja aber vor einigen Jahren gehen lassen und muss jetzt mehr Geld auf den Tisch legen, als man damals bekommen hat. Wurde also vom Markt jetzt erstmal nicht positiv aufgenommen. Ich für mich persönlich sehe den Schritt aber vor allem aus langfristiger und strategischer Sicht definitiv sinnvoll. Der Hintergrund hier ist nämlich, dass sowohl die DNA-Sequenzierung als auch die Krebsfrüherkennung von einem Megatrend profitieren werden. Und bei diesem Megatrend handelt es sich dabei um den Trend hin zu Individualmedizin und hin in Richtung der Anwendung einer Genschere. Also Genschere als Begriff habt ihr sicherlich auch gehört, geht dann in die Richtung CRISPR-Cas9, also die Möglichkeit, DNA-Stränge an spezifischen Punkten zu trennen, rauszuschneiden und dann durch gesunde Codes sozusagen zu ersetzen. Also damit wird es möglich werden, in Zukunft Krankheiten zu besiegen, und Krankheiten zu heilen, für die es aktuell einfach keine Medizin gibt. Und im Bereich von Krebsbehandlung wird es auch in die Richtung gehen, Richtung Individualmedizin. Wenn man die aktuelle Krebsbehandlung anschaut, dann ist es immer noch so, dass hier einfach Medikamente sind und angewendet werden, die einfach für alle Menschen angewendet werden. Man hat aber durch die neuesten Forschungen der letzten Jahre festgestellt gehabt, dass die Krebszellen sich komplett unterscheiden können von Mensch zu Mensch, obwohl sie zum Beispiel das gleiche Organ betreffen. Ja? Mensch A hat zum Beispiel genauso wie Mensch B Krebs im Bereich der Bauchspeicheldrüse. Aber die Krebsarten können so unterschiedlich sein, dass das eine Medikament bei Patient A deutlich besser anschlägt als bei Patient B. Und hier wird man die nächsten Jahre definitiv Fortschritte machen und das Ganze effizienter machen können, wenn man diese Medikamente ganz spezifisch dann für die Patienten entwickelt. Und auch wenn jetzt man als Illumina nicht selber diese Medikamente herstellt und nicht selber im Bereich der Genschere unterwegs ist, wird man meiner Ansicht nach der sicherste Profiteur von dieser Entwicklung sein. Denn was braucht man, um diese Medizin dann anwenden zu können? Nun, bevor man die Medizin für die Individualmedizin für den Krebs entwickeln kann, oder bevor man anfängt, in der DNA rumzuschnippeln, muss man erstmal sequenzieren, analysieren, entschlüsseln und eine Früherkennung durchführen. Und deswegen, Illumina ist mein Top-Pick und der sicherste Top-Pick in Richtung Individualmedizin und Genscheren-Thematik. Es gibt natürlich andere Unternehmen im Bereich der Genschere, die vermutlich stärker profitieren können, aber diese arbeiten alle noch nicht profitabel und
sind, bei denen kann man noch nicht wirklich sagen, wer von ihnen bleibt auf der Strecke und wer schafft es. Da ist eher Illumina wirklich die sicherste Wette, vor allem weil sie auch aktuell jetzt schon profitabel arbeiten. Wenn man jetzt nochmal ein Fazit zieht unter Illumina, dann würde ich diese Punkte, was hier stehen, jetzt wirklich für mich selber auch als positive und negative Aspekte sehen. Zum einen die sehr, sehr starke Marktstellung mit etwa 70% Marktanteil im Bereich der DNA-Sequenzierung. Ganz positiv ist natürlich auch, dass dieser Markt ein Zukunftsmarkt ist und auch in den nächsten Jahren vermutlich deutlich wachsen wird. Der strategische Zukauf von Grail macht langfristig definitiv Sinn, auch wenn es kurzfristig man das Ganze auch anders sehen kann. Und was man auch letzte Woche schon bei Xiaomi gesehen hat, die beiden Aspekte Profitabilität und Wachstum sind perfekt. Der dritte Punkt fehlt jetzt leider bei Illumina, den wir letzte Woche bei Xiaomi gesehen haben. Und wenn du übrigens Xiaomi die letzte Woche dir noch nicht angeschaut hast, ich blende dir jetzt oben rechts mal dazu das Video ein, dass du dir das Ganze auch nochmal anschauen kannst. Der dritte Punkt fehlt aber Illumina und der dritte Punkt ist nämlich eine ja, günstige Bewertung. Das sehe ich momentan nicht bei Illumina. Das heißt, ich denke, Illumina ist zum aktuellen Kurs fair bewertet. Vor allem, weil hier schon einige Jahre Wachstum auch schon vorweggenommen sind in der Bewertung im Aktienkurs aktuell. Dennoch denke ich, dass es langfristig noch viel, viel Raum nach oben geben wird. Kurzfristig könnte der Kurs aber auch nochmal deutliche Schwankungen sehen. Ich investiere aber vor allem langfristig, deswegen wäre es für mich kein größeres Hindernis. Und man kann ja dann immer noch dann günstig zukaufen. Also der Start ist schon mal nicht schlecht, so wie es aktuell ist. Zumindest für mich persönlich. Die negativen Aspekte, die ich jetzt sehe, betrifft vor allem die Konkurrenzsituation. Man hat sich zwar ein sehr starkes Stück vom Kuchen gesichert, man muss aber immer wachsam bleiben, dass es auch so bleibt, denn es gibt vor allem aus dem asiatischen Bereich Konkurrenz, die dann auch noch günstiger ist und in den Markt drängt. Da muss man auch als Illumina weiterhin sehr innovativ bleiben und darf sich dann nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und der weitere Aspekt, zumindest kurzfristig sehe ich den Kaufpreis für Grail sehr hoch, denn Grail arbeitet aktuell nicht profitabel. Das heißt, sie haben noch keine wirklichen Produkte, die auf dem Markt ankommen. Und es führt zu dem eher größeren Problem, dass dieser hohe Kaufpreis, den man vor allem zur Hälfte etwa aus dem Cashbestand stemmen will, dazu führt, dass man so gut wie seinen ganzen Cashbestand aufbraucht. Das sind in Summe etwa 3,5 Milliarden, was man alleine aus Cashbestand für Grail auf den Tisch legen will. Unterm Strich sehe ich aber vor allem langfristig immer noch gutes Potenzial nach oben. Kurzfristig, wie gesagt, kann es hier auch nochmal aus Aktienkurssicht anders ausschauen. Und wenn man sich jetzt nochmal den Aktienkurs anschaut, dann wird man Folgendes feststellen: Von 2013 bis 2014 gab es einen ordentlichen Anstieg bei Illumina. Danach ist man in so eine Seitwärtsbewegung übergegangen, die man dann etwa 2017 bis 2018 verlassen hat. Und ab Mitte 2018 bis jetzt befindet man sich wieder in einer Seitwärtsbewegung. Ich denke, wenn die ganzen positiven Punkte, die ich vorhin erwähnt habe und die dann praktisch für meinen Kauf ausschlaggebend waren jetzt, wenn die so eintreffen, dann dürften wir die nächsten Jahre Folgendes sehen, nämlich, dass wir hier diesen Korridor wieder nach oben verlassen und sozusagen auf das nächste Level steigen. An dieser Stelle aber auch ganz wichtig, diese Analyse ist für dich nur als Unterhaltung gedacht. Also es soll jetzt hier nicht so sein, dass ich dir mit dieser Analyse einen Kauf nahe bringen will. Das dient dir wirklich eher als Unterhaltung und ist als Analyse für mich selber. Bitte mach dir, bevor du ein Unternehmen kaufst, selber Gedanken, ob es für dich Sinn macht und sei dir immer bewusst, jede Aktie kann theoretisch wertlos werden. Also überleg dir da wirklich deine eigenen Vorstellungen, ob dieses Unternehmen zu dir passt und kaufe nicht einfach nur nach, weil ich oder irgendjemand anders dir hier eine Präsentation oder ein Video zu einem Unternehmen dreht. Zwei
wichtige Punkte vielleicht noch in dem Aktienkurs. Also zum einen sieht man hier den Corona-Crash, den man sehr schnell wieder aufgeholt hat. Und zum anderen sieht man den zweiten Absturz hier. Das ist der Grail-Crash, der ebenfalls kurzfristig aufgeholt wurde. Und das, ja, man hat das innerhalb weniger Tage so gut wie wettgemacht. Die letzten Tage war die Kursentwicklung etwas schwächer. Man hat etwa 7% verloren im relativ schwachen Gesamtmarktüberblick und Gesamtmarkt. Und deswegen habe ich gedacht, heute ist ein guter Zeitpunkt, um mir Illumina ins Depot zu legen. Und bekommen habe ich dann 4 Aktien von Illumina zu 279,50 €. Das ist auch genau mein Limit, das ich eingestellt hatte. Und wenn wir uns jetzt das Depot anschauen, dann beglückwünschen wir erstmal Xiaomi zu Gesellschaft. Jetzt ist es nicht mehr ganz so einsam. Und die beiden werden mir hoffentlich noch viel Freude bereiten die nächsten Jahre. Wir haben jetzt in Summe 2.130,35 € bis in dieses Depot investiert. Stand heute ist es auch schon ein kleines bisschen gewachsen. Das heißt, wir haben jetzt einen Depotwert von 2.188 €. Das sind aber im Moment alles nur wirklich Momentaufnahmen. Also das kann auch längere Zeit vielleicht auch mal noch rot werden. Das würde mich jetzt auf langfristige Sicht natürlich auch nicht stören. Denn wir investieren natürlich jede Woche und auch nächste Woche wird es dann weitergehen mit einer Investition in eine Aktie. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und ganz, ganz besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn du auf den Abo-Button drückst. Damit verpasst auch du dann zukünftig nicht mehr die nächsten Investitionen und nicht mehr die anderen Videos. Vielen Dank dir. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis dann, dein JD. Ciao.